Hier haben wir nun in Analogie zu den Schwerpunktsberechnungen eine Fläche als funktionalen Zusammenhang der x mit der y-Koordinate gegeben. Für diese Fläche, die hier blau hinterlegt ist, sollen die Trägheitsmomente um die x als auch um die y-Achse bestimmt werden. Das sind ja jetzt offensichtlich nicht beide Symmetrieachsen von dem Körper. Das y schon, aber das x nicht. Also wir integrieren einfach stur drauf los. Und zwar so, dass wir hier, wie schon beim Schwerpunkt, so ein differenzielles Element wieder verwendet, dy. Wir hatten ja behauptet und verifiziert ein paar Mal, dass die differenzielle Fläche in dem Fall x-Abstand mal das differenzielle Element dy sein muss. Und x ist formelmäßig gegeben als Funktion von y und ein paar Konstanten, damit die Kurve so zustande kommt, das muss man halt wieder einsetzen. Das heißt, was wir ausrechnen müssen für das Flächenträgheitsmoment in x-Richtung um die x-Achse, ist das Integral über die ganze Fläche, y² dA, so wie wir es eingangs erwähnt haben und wie es in den Theoriefolien steht, wobei eben das dA xdy ist und das x Wurzel 4 minus y sich aus dem Zusammenhang hier oben ergibt. Weil, machen wir es vielleicht da, wenn y h minus h mal x Quadrat durch b Quadrat ist und wir setzen für h da das 4 gleich ein, dann braucht man nicht das h herumschleppen, dann haben wir hier, und fürs b natürlich auch den 2er, das ist einfach eine Skalierung, dann haben wir hier sofort 4 minus x Quadrat und damit wird x Wurzel 4 minus y. So. Fürs b ist klar, wenn wir über x integrieren von 0 bis b, ist klar, dass links das gleiche ist wie rechts. Aber die Kurvendarstellung für y als Funktion von x ist ja auch nur von hier da runter. Das heißt, das haben sie auch zweimal. Auch dort müssen sie links, rechts die Kurve zweimal nehmen. Also einmal drüber integrieren, über diesen Teil da und dann herüben das doppelt rüberklappen sozusagen. Deswegen kommt beide mal der 2er vor. Auch fürs h brauchen wir den Faktor 2 wegen der, ich schreibe es daher, Links-Rechts-Symmetrie. Das heißt, das y-Quadrat, das eh schon da steht, mal dieses eingesetzte Flächenelement, Wurzel 4 minus y, dy, müssen wir integrieren. Und das kann man natürlich so, naja, kann man schon, man kann die Wurzel substituieren, aber muss man vielleicht nicht unbedingt mehr händisch ausrechnen. Machen wir es so. Ich schreibe Tabelle her. Das wird eine längere Rechnung. Das habe ich nicht händisch da gerechnet, auch nicht in der Musterlösung. Sollten 39 Meter der vierten rauskommen, wenn es das. Entweder tippen Sie es ein in Online-Integrator oder so, oder Mathematiker oder eben Tabelle, wie auch immer. Das zweite ist ein bisschen einfacher, weil da hat man keine Wurzel. Das yy, da nehmen wir jetzt so ein Element raus. Dx, das wird also ein Integral über ax² dA. Und auch hier wieder, jetzt klar, entweder von minus b bis b oder von 0 bis b mal 2 x Quadrat und setze Ihnen das gleich ein. Das y ist 4 minus x Quadrat, das haben wir eh schon da oben stehen. Hier, also wir setzen y dx ein fürs dA, das ist 4 minus x Quadrat dx. Das ist y von x.
Damit haben wir nur Polynome zu integrieren. Einmal das Integral 4x² dx von 0 bis b und minus x der vierten dx. Das ergibt insgesamt Faktor 2, 4, x der dritten Drittel, minus x der fünften Fünftel. Und das Ganze zwischen 0 und 2, b ist 2, ergibt dann 8,53 Meter der vierten. Das ist einfacher, das oben ist ein bisschen schwieriger.